Nikola Scherer ist am Wort von Neos. Er ist Jurist. Warum, ob Herbert Kickl diese Strafe zahlen wird, das hat der Kollege Ofenau offensichtlich noch nicht verstanden. Die Immunität hemmt die Strafverfolgung. Er wird seine Strafe zahlen, nur nicht jetzt. Bei der Immunität geht es einzig allein darum, dass man Abgeordnete vor der Willkür von Regierenden schützt. Und es geht, der Kollege Schrangel hat das schon angesprochen, um die Funktionsfähigkeit dieses Vertretungskörpers hier, dieses Parlaments. Und wir müssen einzig und allein beurteilen, ob eine Handlung eines Abgeordneten offenkundig in keinem Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit steht. Und wenn das so ist, dann müssen wir ihn ausliefern. Es geht auch nicht darum, weil der Kollege Bürstmeier das angesprochen hat, dass man irgendwie einen Freibrief hat und man kann als Politiker auf einer Demo oder einer Wahlkampfveranstaltung machen, was man will und willkürlich Menschen gefährden. Natürlich gibt es da Grenzen. Die Grenze, und das ist das, was geschützt ist, ist einzig und allein die politische Tätigkeit des Abgeordneten. Ich habe mir ein paar Beispiele angeschaut aus den letzten Jahren. Ein Abgeordneter, der so schnell zu einer Wahlkampfveranstaltung fährt, ist natürlich nicht von der Immunität geschützt. Wenn man aber, so wie Rudi Wuk das gemacht hat, der war kein Abgeordneter, nehmen wir an, er wäre einer, er fährt zu schnell im Ortsgebiet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Ortstafeln nicht angebracht sind, die zweisprachigen, dann wäre er natürlich davor geschützt. Wenn die FPÖ bei einer Wahlkampfveranstaltung ein Lied abspielt, wo sie keine Urheberrechte haben, dann ist das natürlich nicht von der Immunität geschützt. Wenn sie in dem Zusammenhang auf das veraltete Urheberrecht aufmerksam hätten machen wollen, dann wäre es wohl geschützt gewesen. Wenn Abgeordnete der Grünen Sitzblockade machen oder irgendwo auf Kränen herumturnen und das als politisch motiviert machen, dann ist das natürlich von der Immunität geschützt. Und genauso ist es von der Immunität geschützt, wenn ein Abgeordneter seinen Hauptwohnsitz im Wirtschaftsministerium anmeldet, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses System nicht funktioniert. Herbert Kickl hat gegen die Maskenpflicht demonstriert, hat seine Meinung geäußert und das Ganze ohne Maske und Abstand. Und Herr Kollege Bürstmeier, Sie wissen das, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sieht die Meinungsäußerungsfreiheit sehr weit, auch mit solchen Zeichen. Und wenn Sie von unbeteiligten Dritten sprechen, ist das einigermaßen skurril, weil ich nehme an, dass die Menschen, die auf die Demo von der FPÖ gehen, nicht unbeteiligt sind, sondern freiwillig dort auftauchen und genauso diese Regelungen nicht einhalten. Ein Abgeordneter einer Parlamentspartei organisiert eine Demo, geht dorthin, äußert dort seine Meinung und Sie sind der Meinung, dass das offenkundig nicht im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit ist. Ich frage Sie, was ist denn Ihrer Meinung nach in diesem Zusammenhang dann überhaupt noch möglich und von der Immunität geschützt? Sie öffnen, ich komme zum Schlusssatz, damit der Willkür Tür und Tor. Sie ermöglichen es, dass man willkürlich hier als Abgeordneter verfolgt wird. Und ich sage Ihnen eins, schauen Sie in die Länder, wo das passiert ist. Schauen Sie in die Länder, wo die Immunität der Abgeordneten willkürlich den Regierenden zur Verfügung gestellt wurde, sie missbraucht wurde. Und schauen Sie, was in den Ländern mit der Demokratie passiert ist. Schauen Sie, was mit dem Parlament passiert ist. Und überlegen Sie vielleicht noch einmal, ob das eine intelligente Entscheidung ist, die Sie heute treffen. Nikola Scherak von den Neos, er ist Jurist, hätte Herbert Kickl nicht ausgeliefert. Dessen Besuch der Demo sei ein politischer Akt gewesen. Willkür gegenüber Abgeordneten könnte die Folge dieses Handelns sein.